Etliche Jahre waren inzwischen ins Land gezogen seit der Katastrophe im Jurassic Park auf Isla Nubla. Nach den schrecklichen Ereignissen wurde auch das Eiland Isla Sorna, das 207 Meilen westlich von Costa Rica lag, zum Sperrgebiet erklärt. Wie auf Isla Nubla gab es auch auf Isla Sorna eine Forschungs- und Zuchtstation. Seit Jahren hatte niemand mehr die Insel betreten. Und niemand wusste, was dort vor sich ging. In der Anlage B. Trotzdem kreuzte nahe der Küste Isla Sornas ein kleines Motorboot. An Bord befanden sich zwei amerikanische Touristen. Ben, ein junger Mann, und ein kleiner Junge namens Eric Kirby. Die beiden wollten an einem Gleitschirm, den das Boot nach oben ziehen sollte, über die Küste der Insel fliegen. Ben bereitete alles vor. Dale, dale! Vamos! Enrique gab Vollgas. Die zwei warteten jetzt nur noch auf die nötige Geschwindigkeit, um abheben zu können. Jetzt geht's los, amigos! Bringen Sie uns so nah ran wie möglich! Sie bekommen einen extra Bonus, wenn das ein guter Flug wird! Ich bringe Sie schon nah ran, mein Freund! Aber nicht zu nah, okay? Sie wollen doch nicht gefressen werden! Sind Sie bereit, amigo? Fertig! Fertig! Das Boot raste auf die Küste zu und ließ den Gleitschirm in die Höhe steigen. Hast du Angst? Das ist echt cool! Enrique steuerte sein Boot nahe der Küste entlang. Ein gefährliches Unterfangen, da es dort tückische Klippen gab. Siehst du schon was? Nein, noch nicht! Plötzlich ruckte es ein paar Mal hart an der Führungsleine und eine dichte Nebelwand zog auf. Was war das? Keine Ahnung. Halt dich fest! Was ist denn bloß los? Weiß ich nicht! Wie sollen damit aufhören? Ben und Eric konnten nichts mehr sehen. Sie flogen durch den dichten Nebel hindurch. Als er sich auflöste, sahen sie, wie das Boot auf die Klippen zuraste. Führerlos. Von Enrique keine Spur. Was ist denn mit dem Boot los? Kann ich dir nicht sagen! Oh mein Gott! Die waren da nicht! Nein, bestimmt nicht! Wir klicken uns aus! Ich mach uns los, Eric! Lass das Seil los! Du sollst loslassen! Nimm die Hände weg! Das Boot zerschellte an den Klippen. Ben und Eric gleiteten auf die Insel zu. Gleich haben wir es geschafft! Langsam verloren sie an Höhe. Unter ihnen war nichts als dichter Dschungel. Der Paläontologe Dr. Alan Grant, der damals die Sicherheitsaspekte im Jurassic Park begutachtete und mit seiner Frau nur knapp der Katastrophe entkommen konnte, lebte schon seit gewisser Zeit von seiner Frau getrennt. Sie hatte ihn verlassen. Ellie Sattler lebte inzwischen mit einem anderen Mann zusammen. Seinen Sohn durfte Dr. Grant aber hin und wieder besuchen. An diesem Tag lernte Dr. Grant Ellies neuen Lebensgefährten kennen. Der kleine Charlie spielte gerade mit Plastikdinosauriern und ließ sie gegeneinander kämpfen. Nein, Charlie, das sind Pflanzenfresser, die würden niemals übereinander herfallen. Aber die hier, das sind Fleischfresser, die haben ein großes Vergnügen daran, miteinander zu kämpfen. Die setzen ihre Zähne ein und krallen und zerfleischen sich gegenseitig. Ja! Aaron, er ist 3. Lass uns warten, bis er 5 ist. Okay, nichts für ungut, Charlie. Ellie? Ja? Es ist nochmal Tom. Er möchte mit Ihnen über das letzte Kapitel reden. Sagen Sie ihm, ich werde das Jack Horner-Zitat nicht streichen. Mein Verleger hält sich für einen Paläontologen. Schmeckt gut? Hey, Mark. Ja, mein Schatz, sieh mal, wer da ist. Na, ihr Süßen.
Das ist Alan. Freue mich, Sie kennenzulernen, Alan. Ganz meinerseits. Daddy, Daddy, das ist ein Pflanzenfresser. Und das ist der Dinosauriermann. Dinosauriermann. Jack, sag meinen Namen. Ist mein Name Alan? Früher hat er mich gekannt. Oh, wie traurig. Hier, Schatz. Dank dir. Ach, übrigens, Mark arbeitet jetzt für das Außenministerium. Ah ja, und was machen Sie da? Hauptsächlich internationale Beziehungen, Vertragsrecht und solche Sachen. Oh, oh. Oh, lass nur. Jemand Hunger. Okay. Ihr habt euch bestimmt viel zu erzählen. Hm? Danke, Baby. Er ist ein toller Kerl. Und woran arbeitest du? Ich beschäftige mich mit Raptoren. Meine Lieblinge. Weißt du noch, was die für Laute von sich gaben? Ich verdränge es. Ellie, alle unsere Theorien über die Intelligenz der Raptoren und ihre Fähigkeiten waren völlig falsch. Ist das wirklich wahr? Ja, wir haben einen fossilen Schädel gescannt und stießen da auf etwas, das aussieht wie eine sehr weit entwickelte Resonanzkammer. Was sagst du da? Dann hatten wir damals recht, sie kommunizieren mit Lauten. Ich bin sicher, das war der Schlüssel zu ihrer sozialen Intelligenz. Das wäre der Beweis dafür, dass sie zusammenarbeiten. Ja, und ihre Angriffe so koordinieren können, dass ihre Opfer gar nicht wissen, was los ist. Sie können sich untereinander verständigen. So, wie wir es uns niemals vorstellen konnten. Ellie, sie waren extrem intelligent. Um einiges intelligenter als Delfine oder Wale. Und sie waren intelligenter als Primaten. Als Dr. Grant aufbrach, begleitete Ellie ihn zu seinem Wagen. Falls du jemals Hilfe brauchen solltest, rufst du mich an. Meistens vergisst du das. Du kannst mich immer um Rat fragen. Egal, worum es geht. Tue ich gern. Du bist immer noch der Beste. Und das ist mein Ernst. Vielleicht bin ich eine aussterbende Spezies. Am nächsten Tag hielt Dr. Grant über seine neue Theorie einen Vortrag. Durch sorgfältige Untersuchungen der Resonanzkammer konnten wir bei mehreren Untersuchungsobjekten einen direkten Zusammenhang zwischen dem oberen Gaumen und dem Larynx konstatieren. Damit können wir die Theorie aufstellen, die Theorie wohlgemerkt, dass der Raptor überaus differenziert durch Laute kommunizieren konnte, was einen enormen evolutionären Vorteil darstellte. Raptoren waren gefährliche, intelligente, sozial hochentwickelte Raubtiere, die die Jagd gemeinsam bestritten und ihre Angriffe koordinierten. Hätte sie damals nicht das Schicksal in Form einer Katastrophe ereilt, wäre es absolut möglich, dass nicht die Menschen, sondern die Raptoren die dominante Spezies geworden wären auf diesem Planeten. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Wir Paläontologen finden es ungemein spannend. Aber es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken. Doch wie Sie wissen, ist unsere Forschungsarbeit nicht billig und wir dürfen Sie deshalb weiterhin um Ihre Unterstützung bitten. Die Hörerschaft hielt sich auffällig bedeckt und war wohl nicht seiner Meinung. Danke sehr. Endlich ließ sich jemand herab zu applaudieren. Ich danke Ihnen vielmals, Dr. Grant. So, hat jemand von Ihnen eine Frage? Na schön. Hat jemand eine Frage, die sich nicht auf den Jurassic Park bezieht? Oder auf den Vorfall in San Diego, bei dem ich nicht zugegen war? Ja, bitte? Ihre Theorie über die Raptoren ist schön und gut, aber sind diese Vermutungen nicht irgendwie überflüssig? Ich meine, sobald die UNO und Costa Rica und alle anderen beschlossen haben, was mit der zweiten Insel geschehen soll, fliegen die Wissenschaftler dorthin und sehen selbst nach. Die Dinosaurier lebten vor 65 Millionen Jahren. Was von ihnen übrig geblieben ist, sind Versteinerungen in Gesteinsschichten. Und in diesen Gesteinsschichten machen echte Wissenschaftler echte Entdeckungen. Was damals John Hammond und Ingen im Jurassic Park herstellten, sind genetisch konstruierte Themenparkmonster gewesen, nicht mehr und nicht weniger. Soll das heißen, dass Sie nicht mal nach Isla Sorna fliegen würden, um sie zu untersuchen, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten? Keine Macht der Erde oder des Himmels könnte mich zwingen, auf diese Insel zu gehen. Auf einem alten Flugzeugfriedhof irgendwo in der Wüste trafen sich einige Männer und bereiteten sich auf ein gewagtes Unternehmen vor. Na, was hast du auf Lager, Nashi? Ein Einhorn, 20 mm, halbautomatisch, 10 Schussmagazin, halbautomatischer Verschluss, Rückstoßdämpfer, Schalldämpfer mit hochexplosiv geschossen, mein Freund. Ein Handy klingelte und der Auftraggeber meldete sich. Judeski?
Oh ja, Sir, wir sind hier draußen startbereit. Es kann sofort losgehen, so wie ich die letzte Rate in der Hand habe. Ja, hundertprozentig. Ich habe zwei der allerbesten Männer, die ich auftreiben konnte. Nein, Sir, ich persönlich habe noch nicht mit Ihnen gearbeitet, aber ich kann Ihnen versichern, dass Sie mir wärmstens empfohlen wurden. Zum letzten Mal wurden die Waffen überprüft und getestet. Kein Grund zur Besorgnis, Sir. Das wird ein Spaziergang werden. Billy Brennan, ein junger Paläontologe, war am Peck Lake in Montana mit einer Ausgrabung beschäftigt. Eine Studentin versuchte vorsichtig, ein Fossil vom Sand zu befreien. Billy, ich glaube, ich mache das nicht richtig. Billy ging zu ihr rüber und stieg in die Grube hinunter. Versuchen wir es mit der Zahnbürste. Ganz langsam, Stück für Stück. Immer nur ein kleines bisschen entfernen. Ich bin mir nie sicher, ob das Stein oder ob das ein Knochen ist. Um genau zu sein, ist eigentlich alles Stein. Das Kalzium in den Knochen versteinert im Laufe der Zeit. Aber man kann den Unterschied fühlen. Pass auf. Rau. Glatt. Rau. Glatt. In diesem Augenblick erschien Dr. Grant an der Ausgrabungsstätte. Dr. Grant! Mr. Brennan! Und? Wie ist es gelaufen? Naja, es ist noch nicht zu spät, das Hauptfach zu wechseln, Billy. So gut, hä? Schlimmer. Wir müssen in 4 Wochen unsere Sachen packen. In 3. Ich musste einen Teil der Ausrüstung mieten. Kommen Sie, ich will Ihnen etwas zeigen. Sie mögen doch Computer, stimmt's? Ich mag den Abakus, Billy. Darf ich vorstellen? Die Zukunft der Paläontologie. Das ist ein Rapid Prototyper. Ich gebe die Scandaten des Raptorenschädels ein, der Computer macht daraus tausende von Querschnitten und das Ding macht eine Skulptur daraus, eine Schicht nach der anderen. Fertig. Billy öffnete den Rapid Prototyper und holte ein dreidimensionales Modell hervor. Dr. Grant war äußerst beeindruckt. Hier haben Sie die Resonanzkammer eines Velociraptors. Hören Sie sich das an. Er holte tief Luft und blies hinein. Wow, das ist fantastisch, Billy. Einfach umwerfend. Leider kommt es ein bisschen zu spät. Dr. Grant? Ein Mann mittleren Alters betrat das Zelt und stellte sich vor. Paul Kirby, Kirby Enterprises. Meine Karte. Wie geht's Ihnen, Billy? Was kann ich für Sie tun, Mr. Kirby? Tja, zunächst mal bin ich ein großer Bewunderer von Ihnen und ich habe einen Vorschlag, den ich Ihnen gerne unterbreiten möchte. Würden Sie heute Abend mit mir und meiner Frau essen gehen? Wir laden Sie selbstverständlich ein. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich hatte eine lange Reise und bin müde. Vielleicht ein andermal, ja? Ich versichere Ihnen, es wird sich für Sie lohnen. Wir kommen gern. Oh, wunderbar. Das ist die richtige Einstellung. Gut, also dann bis heute Abend. Am Abend trafen sie sich mit Mr. Kirby in einer kleinen Bar am Rande der Stadt. Mr. Kirby hatte seine Frau mitgebracht. Hey Doc, was macht die Buddelei? Hi Mike. Ja, Billy, danke, dass Sie gekommen sind. Sie zu sehen, hallo. Dr. Grant? Hallo, Mr. Kirby. Amanda? Billy? Das ist Kirby, Dr. Grant. Dass es geklappt hat. Das Wichtigste zuerst, was trinken Sie? Ein Eispick, bitte. Mach bitte 2 draus. Wir bewundern Ihre Arbeit schon seit Jahren. Ich muss sagen, sie ist sehr inspirierend. Amanda und ich, wir lieben die freie Natur. Oh ja, wir waren fast auf jeder Abenteuertour, die man überhaupt buchen kann. Auf dem Nil, den Galapagos-Inseln, dem K2. Wir haben sogar 2 Plätze auf dem 1. kommerziellen Flug zum Mond reserviert. Und an unserem diesjährigen Hochzeitstag wollen wir etwas ganz Besonderes machen. Etwas, nur das einmal man, im Leben macht. Also, darum habe ich ein Flugzeug gechartert, das uns über Isla Sorna fliegt. Und wir möchten Sie gern als Führer dabei haben. So, bitte. Zum Wohl. Das ist wirklich ein sehr freundliches Angebot, Mr. Kirby. Aber ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich kann Ihnen einige Experten empfehlen, die hochqualifiziert sind. Nein. Sie sind der Beste. Sie haben diese Tiere in Natura gesehen. Ihre Qualifikation steht außer Zweifel. Sie dürfen dort nicht so weit runtergehen, um überhaupt etwas Interessantes sehen zu können. Wissen Sie, das sollte eigentlich gar kein Problem für uns sein. Wir haben nämlich eine Tiefflugerlaubnis erhalten. Wie tief?
Also, ich bin kein Flugexperte, aber um einiges tiefer als alle anderen, das kann ich Ihnen garantieren. Aha. Und so wie ich das verstanden habe, können wir so ziemlich... Alles tun? Ja, alles tun, was wir wollen. Das kann ich kaum glauben. Durch meine verschiedenen geschäftlichen Aktivitäten, Import, Export, expandierende Märkte, habe ich viele Freunde in hohen Positionen und natürlich auch bei der Regierung von Costa Rica. Dr. Grant, Sie ahnen ja gar nicht, wie wichtig es für uns ist, dass Sie uns begleiten. Sie geben der Sache den richtigen Kick. Mrs. Kirby, ich... Und selbstverständlich möchten wir gern einen Beitrag zu Ihren Forschungen hier leisten. Aha. Also, ich schreibe Ihnen gern alle möglichen Zahlen auf diesen Scheck, Dr. Grant. Wie viel muss ich einsetzen, damit Sie Ja sagen? Dr. Grant ließ sich überreden. Die Summe auf dem Scheck würde für eine lange Zeit die Kosten seiner Forschungen decken. In einem Privatjet ging die Reise über den Ozean. Also bei dem, was ich Ihnen zahle, könnten Sie sich eine bessere Tasche leisten. Um Gottes Willen. Die bringt mir Glück. Vor ein paar Jahren war ich mit Freunden Drachenfliegen von den Klippen in Neuseeland. Und da hat mich ein gewaltiger Aufwind plötzlich gegen die Felswand gehauen. Das ging BAM! Wow, sowas nenne ich Glück. Und dieser Riemen hier hat mir das Leben gerettet. Ich hing damit an einem Felsvorsprung fest. Umgekehrter Darwinismus, die Dummheit überlebt. Tolle Aussichten. Alan, ich möchte Ihnen danken, dass Sie mich mitgenommen haben. Ich denke, die Knochen werden noch da sein, wenn wir wiederkommen. Das ist ja das Wunderbare, sie laufen nicht weg. Um ehrlich zu sein, Sie haben mich da reingezogen. Ich möchte auf gar keinen Fall allein sein mit diesen komischen Typen. Freuen Sie sich nicht zu früh, Billy. Wahrscheinlich werden wir gar nichts zu Gesicht kriegen. Sie sind dran mit dem Netzsein. Wecken Sie mich, wenn wir da sind. Billy suchte das Gespräch mit einem der Männer, die Kirby, wie er sagte, für die Sicherheit engagiert hatte. Und woher kennen Sie die Kirbys? Ja, durch unsere Kirche. Der Jet näherte sich Isla Sorna. Und die Gebirgszüge der Insel waren schon gut auszumachen. Über Funk meldete sich die Flugsicherheit. Nicht identifiziertes Luftfahrzeug im Anflug auf Isla Sorna. Hier ist San Juan Approach. Sie fliegen in einem gesperrten Luftraum. Drehen Sie sofort. Ja, wenn Sie irgendwas sehen, schreien Sie. Nein, ich dachte, ich behalte es lieber für mich. Falls es Sie interessiert, wenn Sie auf der linken Seite raussehen, können Sie eine ganze Herde Brachiosaurier erkennen. An der Spitze der Herde sieht man sogar das Alpha-Männchen grasen. Judeski, Nash, wie sieht's davon aus? Sehen Sie irgendwas? Nein, noch nichts, Mr. Kirby. Sie können's wohl kaum erwarten. Mrs. Kirby, sehen Sie, da unten können Sie eine Gruppe Triceratops ausmachen. Mr. Kirby, direkt vor uns ist eine Landebahn. Soll ich da vielleicht runtergehen? Nein, nein, nein. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich möchte erst kreisen und die ganze Insel sehen. Was soll das heißen, runtergehen? Sie dürfen Sekunde, hier nicht landen. Sekunde, ich werde Ihnen das erklären. Wenn Sie mich bitte ausreden. Sie dürfen auf der Insel nicht landen. Dr. Grant, keine schon Panik, Sie machen Sie noch nicht, warum sind Sie verrückt? Alles in Ordnung. Bitte hinsetzen! Durch einen Schlag auf den Kopf verlor Dr. Grant das Bewusstsein. Er kam erst wieder zu sich, als das Flugzeug bereits gelandet war. Billy, sagen Sie mir, dass wir nicht gelandet sind. Ich schätze, die suchen jemanden. Mrs. Kirby hatte die Maschine verlassen und rief durch ein Megafon lauthals in den Dschungel hinein. Kirbys Männer machten sich bereit. Kirby empfing Grant draußen vor dem Flugzeug. Okay. Kann losgehen. Oh, Dr. Grant, ist alles in Ordnung? Es tut mir leid. Wer hat mich geschlagen? Tut mir leid, dass wir so groß sind. Wer hat mich geschlagen? Das war wohl Cooper. Was machen die da? Sie beziehen Posten und zwar aus Sicherheitsgründen. Verstehen Sie, die Jungs sind gut? Mr. Kirby, vertrauen Sie mir. Auf dieser Insel gibt es keine Sicherheit. Wir müssen unverzüglich wieder zurück ins Flugzeug. Würden Sie Ihrer Frau sagen, dass sie mit dem Krach aufhören soll? Das ist keine besonders gute Idee. Amanda? Ben! Amanda, Schatz! Dr. Grant sagt, dass das keine gute Idee ist. Was? Er sagt, dass das keine besonders gute Idee ist. Was ist keine besonders gute Idee? Was war das? Das ist ein Tyrannosaurus. Das glaube ich nicht. Das ist was Größeres. Plötzlich kamen zwei der Männer aus dem Dschungel und stürmten auf das Flugzeug zu. Wir müssen weg! Wir müssen sofort von hier weg! Das Flugzeug! Steigen Sie ein, aber schnell! Was ist denn los? Alle Mann ins Flugzeug! Hör ins Flugzeug! Steigen Sie sich schnell! Und was ist mit dem anderen? Cooper ist ein Profi, der schafft das schon. Los, rein! Steigen Sie ein, machen
Sie schon! Es ist alles in Ordnung. Na los! Na los! Der Pilot startete die Motoren. Die Maschine rollte los. Dann zog der Pilot den Gashebel bis zum Anschlag hoch. Paul, wir können doch nicht... Schon gut, wir kreisen über der Insel. Helfen Sie mir, Judeski. Hier ist er. Das Flugzeug hatte schon fast das Ende der Rollbahn erreicht, als sich Cooper schwer verletzt auf das Flugfeld schleppte. Er stellte sich mitten auf die Rollbahn. Was soll denn das? Das ist Cooper! Leb mich mit! Komm schon, Coop, geh aus dem Weg! Ich kann die Maschine nicht mehr anhalten! Aber bei dieser Geschwindigkeit war ein Ausweichen nicht mehr möglich. Der Pilot riss den Jet hoch. In diesem Moment tauchte der Dinosaurier auf, der Cooper verletzt hatte, und gab ihm den Rest. Fast gleichzeitig zerschmetterte die rechte Tragfläche den Kopf des Urgiganten. Oh mein Gott! Es hat uns erwischt! Kein Saft mehr! Wir stürzen ab! Das Flugzeug stürzte in eine Baumgruppe und blieb einige Meter über den Boden in den Ästen hängen. Alles okay? Hier vorne ist alles okay. Jeder bleibt, wo er ist. San Juan Approach. Mayday, Mayday, Mayday. Wer hat das Satellitentelefon? Mayday, ich, Mayday. Sekunde. Hier unten ist es. Das Funkgerät ist kaputt, uns hört keiner. Die Äste gaben nach und das Flugzeug sackte ab. Unsere Parkposition ist noch nicht erreicht. Ein Raptor schlug auf das Wrack ein. Es knallte auf den Boden und der Raptor rollte es wie eine Tonne vor sich her. Das Wrack brach auseinander. Der Raptor zertrümmerte das Cockpit. Die Kirbys, Billy und Grant befanden sich im hinteren Teil des Flugzeuges. Sie nutzten die Gelegenheit, kletterten heraus und rannten in den Dschungel. Jetzt erwarte ich eine Erklärung von Ihnen, Mr. Kirby. Wir haben überall angerufen. Wir haben getan, was wir konnten, aber niemand wollte uns helfen. Die Regierung von Costa Rica hat gesagt, es wäre eine Flugverbotszone. Die US-Botschaft. Ich meine, das ist unsere Botschaft. Hat gesagt, wir sollten uns dem Unvermeidlichen fügen. Können Sie sich das vorstellen? Sie lassen einen 12-Jährigen allein mit einem Gleitschirm fliegen? Nein. Er war nicht allein, er war mit einem Freund zusammen. Ben Hildebrand. Paul und ich, wir haben uns vor einem Jahr scheiden lassen. Na schön, und warum ich? Er hat gesagt, wir brauchen jemanden, der schon mal auf der Insel war. Ja, aber ich habe Ihnen nicht gesagt, dass Sie jemanden kidnappen sollen. Ich war noch nie auf dieser Insel hier. Doch, hundertprozentig. Sie haben das Buch geschrieben. Das war Isla Nublar. Das hier ist Isla Sorna. Anlage B. Sie meinen, es gibt zwei Inseln mit Dinosauriern? Ja, gut, Sie halten sich da raus. Okay, also, wie lange werden Sie schon vermisst? Seit 8 Wochen. Ja, es sind jetzt fast 8 Wochen. Billy? Wir gehen zur Maschine zurück und bergen, was wir können. Dann schlagen wir uns zur Küste durch. Dr. Grant, wir verlassen diese Insel nicht ohne unseren Sohn. Sie können sich gerne auf die Suche nach ihm machen. Oder Sie bleiben bei uns, solange Sie uns nicht aufhalten. Egal, was Sie tun. Sie werden diese Insel sowieso nicht lebend verlassen. Dr. Grant und Billy gingen weiter. Die Kirbys wussten nicht, was sie tun sollten. Mr. Kirby sah Judeski an. Und? Was machen wir? Wir suchen Ihren Sohn. Wir folgen den einfach. In die Richtung, würde ich sagen. Aha. Großartig. Gut. Dann hinterher. Vorsichtig gingen Dr. Grant und Billy zum Wrack zurück und schauten nach, ob noch irgendetwas Brauchbares zu finden war. Amanda und Paul Kirby hatten sich schon lange nichts mehr zu sagen. Aber das Abenteuer, das sie nun gemeinsam bestehen mussten, schien sie einander näher zu bringen. Oh, entschuldige. Da ist nichts, was du nicht schon mal gesehen hast, Paul.
Wie viel hast du noch mal abgenommen? Ungefähr 12 Kilo. Ich bin viel geschwommen. Geschwommen? Du hast doch schwimmen. Du kannst doch nicht mal schwimmen. Ich weiß, ich hab's gelernt. Du siehst gut aus. Du auch. Billy schoss ein paar Fotos von den Spuren der Saurier. Wie würden Sie ihn klassifizieren, Billy? Tja, eine Art Superpredator. Mhm. Zucchimimus. Diese Schnauze. Nein, noch größer. Baryonyx. Nicht mit diesem Segel. Spinosaurus aegypticus. Ich habe den nie auf Ingens Liste gesehen. Weil er auch nicht auf ihrer Liste stand. Und da fragt man sich, was die noch heimlich erschaffen haben. Auch Mr. Kirby packte noch ein paar Sachen zusammen. Billy beobachtete ihn dabei. Dann ging er auf ihn zu. Sagen Sie, Mr. Kirby, als Sie den K2 bestiegen haben, hatten Sie da Ihr Basislager auf 25 oder auf 30.000 Fuß? 30.000 Fuß. Wir waren ziemlich nah am Gipfel. Nein, Sie waren etwa 1.000 Fuß drüber. Nein, das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Mr. Kirby, sehe ich das richtig? Diese Kirby Enterprises gibt's gar nicht, oder? Sie heißt Kirby Fliesen und Lacke und mehr. Das Meer steht für Badezimmerausstattung. Wir sind im Einkaufszentrum von Westgate in Inet. Dann ist wohl der Schick, den Sie ausgestellt haben, nicht gedeckt. Eine Sekunde, ja? Hören Sie, ich bezahle Ihnen das Geld, was ich Ihnen schulde, egal was passiert. Wir sind hier am gefährlichsten Ort der Welt und werden nicht einmal bezahlt. Okay, jetzt warten Sie doch mal. Hey Leute, wartet! Ich werde Sie entschädigen, falls Sie jemals ein Bad oder eine Küche renovieren wollen. Als Sie alles zusammen hatten, was Sie benötigten, machten Sie sich auf den Weg durch den Dschungel. Mr. Kirby unterhielt sich jetzt mit Udesky. Sie sind auch kein richtiger Söldner, oder? Das habe ich nie behauptet. Stimmt, das ist wahr. Was sind Sie? Naja, sowas wie ein Reiseveranstalter. Einer der Jungs wurde krank und konnte nicht mitkommen. Entschuldigung. Sekunde. Sie haben sowas wie einen Baumarkt, ja? Farben und Fliesen. Mhm. Bei manchen Menschen täuscht man sich eben, stimmt's? Kann man wohl sagen. Eric! Ruhe! Hör auf damit, ja? Dr. Grant sagt, dass wir hier in einem sehr gefährlichen Gebiet sind. Hör zu, vielleicht sollten wir uns aufteilen oder so. Dann könnten wir nämlich in verschiedenen Richtungen Dr. suchen. Grant hält das für eine schlechte Idee. Dr. Grant sagt dies, Dr. Was Grant bringt sagt... Was bringt es, einen Experten zu engagieren, wenn wir seinen Rat nicht befolgen? Ja, aber Dr. Grant sucht nicht nach Eric. Er will sich durchkämpfen bis zur Küste. Okay, prima, schrei nur rum. Aber wenn dann dieser Tricyclops angreift, dann komm nicht heulen zu mir. Mach dir bloß keine Sorgen. Was? Nicht was nur, hast du gesagt? Das, vergiss was es, du es gesagt nicht hast. Meine Güte, Paul, hör jetzt. Wenn wir uns aufteilen, dann werde ich mit Ihnen gehen, klar? Eric! Mrs. Kirby! Eric! Mrs. Kirby! Mrs. Kirby, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass Sie noch in dieser Gegend sind. Plötzlich entdeckte Kirby eine Rettungsweste mit einer Aufschrift. Für Jugendliche. Hey, Leute! Und Udesky stolperte fast über eine Videokamera. Das ist meine Kamera. Kann ich mal? Die Batterie ist leer. Ich habe eine Idee. Geben Sie mal her. Udesky tauschte die Batterie aus und startete die Wiedergabe. Die letzten Minuten auf dem Band wurden abgespielt. Eric war am Strand und spielte mit einer Frisbee-Scheibe. Das habe ich an dem Morgen gefilmt, an dem sie verschwunden sind. Dann kam ein Schnitt und man konnte sehen, wie Eric auf die Insel zuflog. Dass er noch lebt. Wir werden ihn finden. Können Sie so etwas fliegen? Vielleicht. Wenn der Schirm nicht zerrissen ist. Den nehmen wir mit. Wenn wir ein Flugzeug sehen, können wir uns damit gut bemerkbar machen. Wir haben ein Stück rüber zu Ihnen. Mrs. Kirby fiel ein halb verwester Leichnam entgegen. Nein, nein! Ich hab
Kathleen, warte! Okay, okay! Mrs. Kirby, bitte! Oh mein Gott! Lass ihn mir bloß vom Leib, aber still! Okay, er ist ja weg, es ist vorbei! Oh mein Gott! Das ist ja entsetzlich! Holen Sie sie zurück, Mr. Kirby! Amanda! Warte! In Panik rannte sie davon. Mr. Kirby versuchte, sie einzuholen. Amanda! Aber Mrs. Kirby reagierte nicht. Sie stand unter Schock. Amanda! Bleib endlich stehen! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das mit Ben tut mir wirklich leid. Es geht nicht um Ben, Paul. Sondern um Eric. Er ist ganz allein da draußen. Ich weiß. Unser Baby ist ganz allein da draußen. Hör zu, wir werden ihn finden. Das verspreche ich dir. Als er seine Ex-Frau in den Arm nahm und sie über seine Schulter blickte, stockte ihr der Atem. Paul. Dr. Grant! Sie sollten sich das mal ansehen! Augenblick. Billy und Dr. Grant, die gerade den Gleitschirm zusammenlegten, liefen sofort zu ihnen rüber. Was sie dann zu sehen bekamen, verschlug ihnen glatt die Sprache. Im Abstand von nur wenigen Metern waren überall Sauriernester verteilt. Und in den Nestern lagen Eier. Raptoren. Dr. Grant wusste, dass sie schnell von hier verschwinden mussten. Während sie weitergingen, versuchte Mr. Kirby, seine Ex-Frau zu beruhigen. Wir finden ihn. Hörst du mir zu? Aha. Wir finden ihn. Der Junge hat einen starken Willen. Selbst Hausarrest konnte ihn nicht stoppen. Wo ist Billy? Billy stand noch bei den Nestern und fotografierte sie. Dr. Grant lief zurück. Was machen Sie da? Ich habe das Nest fotografiert. Tun Sie das nie wieder. Tut mir leid. Wenn ich Sie verliere, bin ich allein mit diesen verdammten Touristen. Unbemerkt steckte Billy zwei der Eier in seine Tasche. Nach kurzer Wegstrecke erreichte die Gruppe die Anlage B. Ich wette, Eric ist da drin. Meinen Sie nicht auch? Ich würde mein letztes Hemd darauf verwetten. Wofür halten Sie das? Also in meinen Augen ist es das Four Seasons. Die Anlage lag in einem Tal und war in einem desolaten Zustand. Sie war verfallen und der Dschungel hatte sie schon fast verschlungen. Im Inneren sah es nicht besser aus. Türen hingen nur noch halb in den Angeln, Scheiben waren zertrümmert und Teile des Daches waren überhaupt nicht mehr vorhanden. Mr. Kirby war sich sicher, hier seinen Sohn zu finden. Eric! Paul, nicht doch! Aber in dem Gebäude schien sich niemand aufzuhalten. In einer großen Halle blieb Mrs. Kirby interessiert vor einer Reihe von Behältern stehen, die mit kuppelförmigen Deckeln verschlossen waren. Und so macht man Dinosaurier? Nein. So spielt man Gott. Neben den Brutstätten befanden sich Glasbehälter, in denen Saurier-Embryonen in Formalin eingelagert waren. Mrs. Kirby sah sie sich genau an. Plötzlich sprang hinter den Behältern etwas hervor. Ein Raptor fühlte sich in seinem Territorium gestört und griff die Gruppe an. Nur mit Mühe und Not gelang es Dr. Grant und Billy, den Raptor hinter einem Gittertor einzuklemmen. Der Raptor stieß furchtbare Schreie aus. Hier, weiter! Verdammt! Abgeschlossen! Los! Darüber rein! Ah!
Kommen Sie! So schnell sie nur konnten, rannten sie nach draußen und liefen in den Dschungel zurück. Aber der Raptor konnte sich befreien und nahm die Verfolgung auf. Seine Schreie drangen tief in den Dschungel und wurden von den anderen Raptoren wahrgenommen. Sie eilten ihrem Artgenossen zu Hilfe. Udesky schaffte es nicht. Er wurde von einem Raptor getötet. Dr. Grant lenkte die Raptoren von den anderen ab. Dadurch konnten sich die Kirbys und Billy auf Bäumen in Sicherheit bringen. Jetzt versuchte Dr. Grant, den Raptoren zu entkommen. Aber die hatten ihn bereits eingekreist. Seine Lage war aussichtslos. Gerade als die Gefahr am größten war, warf jemand eine Gasgranate den Raptoren vor die Füße. Völlig irritiert zogen sie sich in den dichten Dschungel zurück. Schnell, kommt sie mit! Beeilung, wir kommen wieder! Ein kleiner Junge hatte die Gasgranate geworfen. Er führte Dr. Grant zu seinem Versteck, das sich in einem alten Tankwagen befand. Danke. Herzlichen Dank, Eric. Sie wissen, wer ich bin? Ja. Deine Eltern sind hier. Sie suchen dich, mein Junge. Alle beide? Ja, so ist es. Das ist nicht gut. Die kommen nicht miteinander klar. Du wirst dich wundern, wozu Menschen fähig sind, wenn es drauf ankommt. Sie sind Alan Grant. Ja? Was machen Sie denn hier? Deine Eltern haben mich eingeladen, mitzufliegen. Ich habe ihre beiden Bücher gelesen. Mhm. Das erste hat mir besser gefallen. Bevor sie auf der Insel waren, da mochten sie die Dinosaurier noch. Da haben sie ja auch noch nicht versucht, mich aufzufressen. Als Ingen abgehauen ist, haben die eine Menge Sachen hier gelassen. Auch irgendwelche Waffen? Nein, das war übrigens die letzte Gasgranate. Und dafür muss ich dir danken. Eric, ich find's erstaunlich, dass du es geschafft hast, 8 Wochen auf dieser Insel zu überleben. Das waren nur 8 Wochen? Mhm. Du lebst. Und das ist ja wohl die Hauptsache. Siehst du, das ist etwas, was uns verbindet, Eric. Kennst du auch Malcolms Buch? Ja. Und? Ich weiß nicht, ich meine, der Typ predigt zu viel. Und ständig nervt er mit der Chaostheorie. Es kam mir vor, als wäre er in sich selbst verliebt. Jetzt haben wir sogar 2 Dinge, die uns beide verbinden. Am nächsten Morgen packten Dr. Grant und Eric ihre Sachen zusammen und brachen auf in Richtung Küste. Auch die Kirbys und Billy kletterten von den Bäumen und machten sich auf den Weg. Am Ufer entdeckte Dr. Grant ein Boot. Ja, das ist ein Boot, direkt unten am Ufer. Es scheint unbeschädigt zu sein. Ein Rettungsboot? Nein, nein, es ist... Das haben die auch zurückgelassen. Aber es schwimmt. Billy war sicher, dass Dr. Grant den Plan, zur Küste zu gehen, einhalten würde. Wir halten uns an den Plan. Wir gehen in Richtung Küste. Wollen Sie denn gar nicht nach Dr. Grant suchen? Zur Küste zu gehen war seine Idee. Wenn er lebt, ist er bestimmt dorthin unterwegs. Einverstanden. Und was ist mit Eric? Eric ist ein cleverer Junge. Er weiß wahrscheinlich, dass er an der Küste die besten Chancen hat, weil in der Mitte der Insel die großen Dinosaurier sind. Richtig? Klar.
Sag mal, wie viel von der Insel hast du erforscht? Ich bin nie weit von den Gebäuden weggegangen. Ich habe mir gedacht, wenn mich jemand sucht, würde er dort anfangen. Wir müssen uns zur Küste durchkämpfen. Das war unser Plan. Sind Sie sicher? Je näher man ans Wasser kommt, desto größer werden die Viecher. Ich frage mich, ob wir in die Schlucht absteigen können. Dann kommen wir nämlich flussabwärts zum Meer. Oh, aber erstmal müssen wir deine Eltern finden. Und was dann? Immer eins nach dem anderen. Hören Sie das? Was? Das muss Dads Satellitentelefon sein. Moment mal, woher weißt du das? Kirby's Farben und Fliesen und mehr in Westgate. Dad! Mom! Mom! Dad! Eric! Eric! Eric, hier sind wir! Eric! Eric! Mom! Dad! Eric! Mom! Eric! Mom! Mom, Dad! Mom, Dad! Eric! Eric! Oh. Ich wusste es. Mein Gott. Ich wusste, was er lebt. Oh Gott. Schön, Sie zu sehen. Hey, Sie haben ja meine Tasche. Ja. Der Glücksriemen. Soll ich sie tragen? Wir müssen hier einen Durchgang finden. Woher wusstest du, dass wir hier sind? Das Telefon, dieser blöde Jingle vom Geschäft. Ich hab's gehört. Mein Telefon? Ja, dein Satellitentelefon. Ich hab's nicht. Wann hast du es zum letzten Mal benutzt? Im Flugzeug. Ich bekam einen Anruf im Flugzeug und... Jetzt wussten alle, dass das Handy nur im Bauch eines Dinosauriers stecken konnte. Wieder klingelte das Handy und im gleichen Moment stürmte ein Raptor aus dem Wald auf die Gruppe zu. In nicht allzu weiter Entfernung stand ein hoher Dinosaurier-Sicherheitszaun. Sie liefen auf ihn zu, öffneten einen Durchschlupf, der für den Raptor zu klein war, und krochen hindurch. Dr. Grant half Billy dabei und nahm ihm seine Tasche ab. Der Raptor gab aber nicht auf. Immer wieder sprang er gegen den Zaun, bis der nachgab. In letzter Sekunde konnte sich die Gruppe in ein massives Gebäude retten. Eine dicke Stahltür verhinderte das Eindringen des Sauriers. Alan, würden Sie mir bitte die Tasche wiedergeben? Ist schon gut, Billy, ich trage sie. Bitte geben Sie sie mir wieder. Dr. Grant wurde misstrauisch. Es ist gefährlich. Er öffnete die Tasche und kontrollierte deren Inhalt. Als er sah, was Billy mit sich herumtrug, wurde ihm so einiges klar. Raptoreneier. Haben Sie Raptoreneier gestohlen? Jetzt wird mir alles klar. Ich schwöre, wenn ich gewusst hätte, dass Sie bei Ihnen landen würden... Ich habe sie aus einem Impuls heraus mitgenommen. Ich dachte, sie wären ein Vermögen wert und wir könnten damit unsere Ausgrabungen finanzieren. Hören Sie, Sie müssen mir glauben, es war eine dumme Idee, aber ich habe es in bester Absicht getan. In bester Absicht getan. Einige der schlimmsten Dinge, die man sich überhaupt vorstellen kann, sind in bester Absicht getan worden. Wissen Sie was, Billy? Wenn Sie meine Meinung hören wollen, sind Sie nicht besser als die Typen, die diese Anlage hier gebaut haben. Was machen Sie denn da? Deswegen sind doch die Viecher hinter uns her. Diese Viecher wissen, dass wir die Eier haben. Ob ich sie fallen lasse oder nicht, sie wären trotzdem hinter uns her. Und was ist, wenn sie uns damit erwischen? Und was ist, wenn sie uns ohne sie erwischen? Da unten liegt ein Boot, ein Stück flussabwärts. Wir könnten versuchen, es wenigstens bis zur Küste zu schaffen. Sie betraten eine Eisentreppe, deren Verlauf in einer großen Schlucht endete. Nun stand die Gruppe an einem Abhang, über den eine schmale, verrostete Brücke führte. Unter ihnen war ein See. Und auf der anderen Seite, unterhalb der Schlucht, hinter einer gewaltigen Gitterfront, lag am Ufer ein Boot. Und das war das Ziel. Dr. Grant ging zuerst über die Brücke. Als Eric dann an der Reihe war und die Brückenmitte erreichte, ertönte ein merkwürdiges Geräusch.
Es klang wie ein Segel, das im Wind hin und her flatterte. Plötzlich stürzte ein Flugsaurier auf Eric zu, packte ihn mit seinen Klauen an den Schultern und flog kreischend mit ihm davon. Über einem Nest ließ der Flugsaurier Eric fallen. Mit Händen und Füßen musste sich der Kleine gegen die hungrigen Jungen wehren, die sofort über ihn herfielen. Billy überlegte nicht lange, packte den Gleitschirm aus, legte ihn an und sprang über die Brüstung in die Tiefe. Während er auf das Nest zuflog, rief er Eric zu, dass er sich gleich an ihm festhalten sollte. Die Rettung glückte. Nachdem Billy Eric abgesetzt hatte, blieb der Gleitschirm an einem Felsvorsprung hängen. Zwei andere Flugsaurier tauchten auf und attackierten Billy. Er löste die Gurte und ließ sich in den See fallen. Aber die Flugsaurier setzten ihren Angriff fort. Billy hatte nicht die geringste Chance. Ein paar Sekunden später versank er im See. Grant und den anderen gelang es, den Ausgang dieses riesigen Käfigs zu finden und herauszukommen. Erschöpft stiegen sie in das Boot. Mr. Kirby startete den Motor. Na bitte. Es ist reichlich Benzin drin. Okay, Leute, jetzt fahren wir einfach durch bis zur Küste. Und dann lassen wir uns irgendein Signal einfallen. Machen ein Feuer, ein großes Feuer, das man aus der Luft sehen kann. Dr. Grant hatte sich hingesetzt und starrte vor sich hin. Eric setzte sich ihm gegenüber. Dr. Grant? Hey, Eric, wie geht's dir? Das mit Billy tut mir leid. Weißt du, was das Letzte war, was ich zu ihm sagte? Ich habe gesagt, sie sind nicht besser als die Typen, die das hier gebaut haben. Aber das ist nicht wahr. Billy war noch jung. Das ist alles. Ich vertrete die Theorie, dass es zwei Sorten von Jungen gibt. Es gibt die, die Astronomen werden wollen und die, die Astronauten werden wollen. Der Astronom oder der Paläontologe, der kann diese fantastischen Dinge von einem vollkommen sicheren Ort aus studieren. Dann kommen sie aber nie in den Weltraum. Ganz genau. Das ist wohl auch der Unterschied zwischen Fantasie und Realität, die Möglichkeit, es anzufassen. Das ist es. Das ist alles, was Billy wollte. Dr. Grant. Am Ufer zog eine Herde von Sauropoden vorbei. Es war ein wundervoller, friedlicher Anblick. Diese Gattung gehörte zu den Pflanzenfressern und war völlig harmlos. Mr. Kirby glaubte, was zu hören und stellte den Motor ab. Hören Sie das? Finden Sie es, bevor es aufhört zu klingeln! Eric, du bleibst im Boot! Es ist hier. Wo denn? Es ist hier. Oh Gott. Das Handy steckte in einem stinkenden Haufen Raptor-Kot. Grant und die Kirbys wühlten darin herum. Ich hab's! Hallo? Ein Gewitter näherte sich und es begann zu regnen. Schonen Sie den Akku. Sie haben nur noch Saft für vielleicht einen Anruf. Und was immer Sie tun, rufen Sie bloß nicht die US-Botschaft an. Die rühren keinen Finger. Hey Leute, kommt her, seht euch das an. Bonitas. Irgendwas muss sie verscheucht haben. Schnell werfen Sie den Motor an, Mr. Kirby. Mr. Kirby lief mit Eric zum Anlasser. Okay, zieh den Choke. Dr. Grant nahm unterdessen das Handy und wählte eine Nummer. Nimm schon ab. Er rief bei seiner Ex-Frau an. Sein kleiner Sohn ging ans Telefon. Hallo. Ellie! Hallo?
Charlie! Charlie! Hallo? Charlie, bring deiner Mami das Telefon, aber schnell! Bring deiner Mami das Telefon! Ich bin der Dinosauriermann! Okay. Hör mir genau zu, Charlie. Charlie! Bring deiner Mami das Telefon! Charlie! Für einen Moment tauchte ein Saurier aus dem See auf und rammte das Boot. Dann verschwand er wieder. Aber nur für 2 Sekunden, um dann erneut anzugreifen. Charlie stand mit dem Hörer in der Hand vor dem Fernseher. Ein Zeichentrickfilm ließ ihn seinen Gesprächspartner jedoch schnell vergessen. In der Bootsmitte stand eine schwere Gitterbox, in der jetzt Grant und die anderen Schutz suchten. Und heute machen wir wieder unsere Spaßrunde. Hallo, das ist lustig, meine Lieben. Das ist das Vergnügen für die ganze Familie. Wer ist denn am Telefon? Der Dinosauriermann. Wirklich? Alan? Für den Tisch da! In den Tisch muss doch eine Waffe sein! Alan, rufst du von einem Handy an? Ich verstehe dich nicht. Am Fluss! Alarm bin! Hallo? Oh Gott. Der Saurier brachte das Boot zum Kentern. Verzweifelt versuchten Grant und die Kirbys, an die Wasseroberfläche zu gelangen. Als das Boot auf den Grund schlug, wurde Kirby hinausgeschleudert und konnte an Land schwimmen. Der Saurier bemerkte davon nichts. Er war damit beschäftigt, das Boot auseinanderzunehmen. Vom Ufer aus lenkte Kirby die Aufmerksamkeit des Sauriers auf sich. Das Ablenkungsmanöver funktionierte. Grant und die anderen befreiten sich aus der Gitterbox und schwammen an Land. Dr. Grant hatte eine Signalpistole auf dem Boot gefunden. Vom Ufer aus schoss er eine Leuchtkugel in Richtung Boot. Der Saurier hatte das Boot so demoliert, dass Benzin austrat und sich auf dem Wasser verteilte. Die Leuchtkugel entzündete das Benzin und der Saurier kam in den Flammen um. Völlig erschöpft, aber guter Dinge, zogen Grant und die Kirbys weiter. Man konnte den Ozean schon riechen, so nahe waren sie dem Ziel. Aber bevor sie den Dschungel endgültig verlassen konnten, wurden sie von Raptoren überrascht. Dr. Grant wusste, was die Raptoren von ihnen wollten. Sie wollen die Eier haben. Sonst wären wir nämlich schon längst tot. Hocken Sie sich hin. Sie fordert uns heraus. Ganz langsam knieten sie sich hin und stützten sich auf den Händen ab. Einer der Raptoren näherte sich Mrs. Kirby und beobachtete sie. Dann berührte er vorsichtig ihren Kopf. Sie denkt, Sie haben die Eier gestohlen. Geh hinter mich. Geben Sie mir die Eier. Mrs. Kirby nahm die Eier und legte sie dem Raptor vor die Füße. Dr. Grant holte das Modell der Resonanzkammer hervor und blies hinein. Die Raptoren reagierten auf das Geräusch. Sie kommunizierten untereinander. Der Raptor, der vor Mrs. Kirby stand, nahm behutsam die 2 Eier auf und lief mit ihnen davon. Die anderen folgten ihm. Das ist ein Hubschrauber.
Dr. Grants Anruf bei seiner Ex-Frau war also nicht umsonst gewesen. Als sie an die Küste kamen, wurden sie von der Navy in Empfang genommen. Dr. Grant, ja, gehört dieser Mann zu Ihnen? Was? Auf einer Trage lag Billy. Und er lebte. Zwar war er erheblich verletzt, aber seinen Humor schien er nicht verloren zu haben. Hey, Sie haben es geschafft. Ja. Ich habe Ihren Hut gerettet. Dr. Grant, wir müssen jetzt starten. Ah, ja. Grant konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Das war ja wohl die Hauptsache. Dr. Grant! Setzen Sie sich bitte und schnallen Sie sich an, Sir! Was zum Teufel ist denn das? Dr. Grant, sehen Sie! Ein paar Flugsaurier flogen an den Helikoptern vorbei und verschwanden am Horizont. Was glauben Sie, wo die hinwollen? Ich weiß nicht. Vielleicht suchen Sie nur nach anderen Nistplätzen. Das ist eine ganz neue Welt für Sie. Na, hoffentlich nisten Sie nicht in Enid, Oklahoma. Lass uns nach Hause fliegen.